Der Titel dieses Vortrags lautet Buddha Natur, innere Freiheit entdecken, Mitgefühl fördern. Diese zwei Aspekte der Praxis entsprechen den zwei Flügeln des bereits erwähnten Vogels, der diese offensichtlich braucht, um fliegen zu können. Eben befreiende Erkenntnis und großes Mitgefühl. Meditation ist heute in, ganz offensichtlich. Stille, Stressabbau, Depressionsbewältigung, Entspannung durch Meditation und vieles mehr haben mittlerweile schon fast die Popularität von Yoga erreicht. Wahrscheinlich noch nicht ganz. Ich denke, das ist sehr gut für unsere Lärm- und stressgeplagte Gesellschaft. Das ist eine sehr wünschenswerte Entwicklung. Es ist aber nicht der Grund und auch nicht das Ziel, weshalb ich persönlich Meditation, Retreats oder auch Alltagspraxiswochen anbiete. Worum es mir geht, hat Joachim Galuska, das ist der ärztliche Direktor von einer ganzen Anzahl von bekannten Kliniken in Deutschland, hat Galuska treffend umschrieben. Er bedauert sehr, dass die Meditation heute vielerorts auf eine sich besser fühlen Methode reduziert wird. Zitat: Wir leben in einer sehr funktionalen, technisch denkenden Gesellschaft. Das spiegelt sich auch in vielen Ratgebern und Coaching-Ansätzen. Tue dies, tue jenes, dann geht es dir besser. Meditiere, dann kannst du dich besser entspannen. Meditation kann wesentlich mehr. Jetzt sind wir noch Galuska. Es geht um die Entwicklung einer spirituellen Orientierung, eines Bezugs zu etwas Größerem, eines neuen Sinnverständnisses. Im Moment wird Meditation funktionalisiert als eine Gesundheitskompetenz. Das kann man machen und es ist auch nicht falsch. Aber damit beschneidet man ihr gewaltiges Potenzial. In den alten Traditionen wurde Meditation nicht entwickelt, damit Menschen entspannter sind, sondern damit sie einen fundamental anderen Bezug zum Leben bekommen und erkennen, dass es etwas viel Größeres gibt als das, was das Alltagsbewusstsein uns vorgaukelt. Ein fundamental anderer Bezug zum Leben, das wäre sicher heute wünschenswert und nötig. Um es konkreter auszudrücken, warum ich im hohen Alter immer noch dran bin. Es geht um das Kultivieren und das Ausdrücken, das Leben von Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Großzügigkeit. Und es geht auch um Erkenntnis der Natur des Geistes und aller Dinge. Es geht darum, unseren Geist von allen Arten von Verlangen, Ablehnung und Verblendung zu befreien, von den Kräften, die uns inneres Leiden schaffen, den Kräften, die Konflikte, Ausbeutung, Terror und Krieg in der Welt schaffen. Es geht um eine Befreiung, welche die Enge des Geistes und des Herzens auflöst, eben um innere Freiheit und um Mitgefühl. Um überhaupt über den Geist, über Wahrnehmung und Bewusstsein reden zu können, brauchen wir Modelle. Sie erlauben uns, überhaupt über diese mysteriösen und unfassbaren Prozesse sprechen zu können. Der Nachteil von Modellen, sie werden leicht zu spirituellen Dogmen, die schnell zu Religionen verkommen können. Christentum, Buddhismus, Hinduismus etc. Trotzdem werde ich heute ein Modell verwenden, und zwar eines aus einer spezifischen tibetisch-buddhistischen Tradition, in welchem die Buddha-Natur als Grundlage unseres Geistes und aller Dinge des Daseins gesehen wird. Wenn wir also die Natur unseres Geistes und Herzens richtig erkennen würden, würden wir auch die Natur des Daseins verstehen. Des Daseins, welches wir von Moment zu Moment wahrnehmen. In diesem Modell spricht man von Urgrund, das, was immer da ist, das, was alle Dinge, alle Erfahrungen des Daseins erscheinen lässt.
Es ist dieser Urgrund, der als Buddha Natur, als Tathagata Garbha bezeichnet wird. Es ist die Grundlage aller Dinge, von Samsara und Nirvana, von Leiden und von Befreiung und somit auch das, was wir sind. Das heißt, dass unser innerstes Wesen eigentlich immer schon rein und frei ist. Nur wissen wir das nicht wirklich. Nur ist uns das nicht klar. Nur ist uns das nicht bewusst. Und darum schaffen wir uns immer wieder endlos Leiden, innere Konflikte, Mühen, Sorgen, anstatt diese wahre Natur zu erkennen und frei zu sein. Vielleicht sind wir da ein wenig wie Indra, der König der Götter. Das heißt, dass er herausfinden wollte, wie es wäre, als Erdenwesen auf der Erde zu leben. Und deshalb inkarnierte er sich als Ferkel. Sobald er geboren war, hat er vergessen, wer er wirklich war. Er lebte sein Leben, die Schnauze am Boden, Eicheln aufspürend, oder was Schweine halt so tun, bis er gestorben war, endlich wieder aufwachte oder erwachte und sich daran erinnerte, wer er wirklich war. Der König der Götter. Wieder erwacht zu seiner eigentlichen Natur. Wir alle sind Königinnen, wir alle sind Könige der Götter. Mehr noch, wir sind in unserer wahren Natur vollständig erwachte Buddhas, aber wir haben es vergessen. Oder vielleicht einfach noch gar nicht gemerkt. Diesen Urgrund, diese Essenz unseres Geistes müssen wir also erkennen und hier müssen wir unseren erschöpften Geist ruhen lassen, um frei zu sein von allem inneren Leiden, dem Leiden von Verlangen, von Anhaften, von Ärger, Hass, Eifersucht und Dünkel und dem ganzen Rest. Dieser Urgrund in diesem Modell, diesem spezifischen Modell, wird beschrieben durch seine drei Aspekte. Essenz, Natur und Manifestation. Was heißt Essenz? Das, was wir sind, oder das Wesen unseres Herzens und Geistes, ist in seiner Essenz leer. Das bedeutet, wenn wir nach der Essenz unseres Geistes suchen, finden wir sie nicht. Das heißt, wer wirklich konsequent sucht, der findet nicht. Das ist wichtig zu verstehen. In der Essenz. Das heißt, es ist nichts da, aber essentiell nicht aufzubinden. Vielleicht ist das die erste große Enttäuschung hier. Vielleicht hatten wir erwartet, die Essenz sei ein wunderbares Licht oder entzückende Glückseligkeit oder was immer. Aber die Essenz ist leer. Und zwar ist sie leer, aber wahrnehmend. Die Essenz unseres Geistes ist nicht etwas. Wenn es nämlich etwas wäre, könnte sie niemals alle Dinge spiegeln oder manifestieren oder wahrnehmen. Es wäre wie ein Spiegel, in dem etwas schon fix drin ist ab Fabrik. Er wäre nutzlos. Ein Spiegel muss leer sein, damit er alles spiegeln und wiedergeben kann. Entsprechend leere Essenz unseres Geistes. Und genau weil da nichts Wirkliches, Solides, Festhaltbares zu finden ist, macht unser übliches Ergreifen und Anhaften an den Menschen und an den Dingen des Lebens keinen Sinn. Wenn wir Erfahrungen festhalten wollen, seien es Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit äußeren Situationen oder mit inneren Gefühlen und Zuständen oder mit Ich, und sie zu erfassen und festhalten versuchen, werden wir leiden, werden wir uns Probleme und Schwierigkeiten schaffen. Darum ist es so hilfreich und wichtig, immer und immer wieder direkt und unmittelbar in die Natur des Geistes, in das Wesen von Erfahrung zu blicken. Und immer wieder heißt nicht vielleicht dann einmal, sondern zum Beispiel gerade jetzt, nicht wenn wir genug Sammlung haben, sondern zum Beispiel jetzt, schaut, ist da etwas, was man haben kann? Mit dem Sehen von Farben und Formen und so ovalen Dingen, verändert sich, verändert sich, verändert sich.
Und was ich darüber denke, Gefühle, die kommen, verändern sich. Aber etwas, was man einen Finger drauf legen könnte, fände ich jedenfalls nicht. Ich meine, es scheint offensichtlich, aber irgendwo ist es uns nicht klar. Nicht genügend klar. Ist da etwas, was ergreifbar wäre? Je klarer wir diese Täuschung von etwas erkennen und nicht ergreifen, und zwar im Prozess unseres Lebens, Meditation oder Alltag, desto mehr innere Freiheit entsteht. Es gibt diese Aussage von Master Sheng Yen, das ist ein chinesischer Chan-Meister, der das Glück hatten, ihn hier zu haben für 10 Tage vor vielen Jahren. Er sagte, lass alle Dinge los und lass dich von absolut gar nichts stören. Klingt wahnsinnig einfach. Aber eigentlich ist es das Wesentliche. Sammlung, Konzentration, Vipassana, Metta, all das. Hey. Lass alle Dinge los und lass dich von absolut gar nichts stören. Keine Essenz, die zu finden wäre, und doch ist da Erscheinung, Leben, Erfahrung. Es gibt uns. Es gibt diese Welt, ziemlich offensichtlich. Es gibt Freude und es gibt Leiden. Das ist der zweite Aspekt dieses Urgrundes. Seine Natur. Seine Natur ist wahrnehmend, fähig zu erfahren, wird auch als spontane Präsenz beschrieben. Ohne eine auffindbare Essenz erscheinen alle Dinge des Daseins, Körper, Gefühle, Gedanken, Bäume, Autos, Buddha-Statuen, schöne Blumen, fortwährend und ohne Unterbruch. Wie Seng Zan schreibt, Leerheit hier, Leerheit dort, doch das unendliche Universum steht immer direkt vor deinen Augen. Weil aber da nichts Wirkliches, Solides, Festhaltbares zu finden ist, macht der Greifen und Anhaften keinen Sinn. Der Geist ist wahrnehmend. Dinge, Erfahrungen, Sehen, Hören, Empfinden, Geruch, Geschmack, Fühlen, Denken. All das entsteht von Moment zu Moment, von morgens früh bis abends spät. Ohne Unterbruch, pausenlos, praktisch nahtlos. Das ist die perfekte Show. Ich meine, es ist wie richtig. Und wir Teil davon, mittendrin, gefangen und meist völlig damit identifiziert, als wäre die Show echt, als wäre sie wirklich, als wäre sie absolut real. Wie wir gesehen haben, es ist nicht, dass sie nicht real ist, sonst sind wir noch dümmer als eine Kuh. Aber sie ist, wie wir vorhin gesehen haben, in ihrer Essenz leer, nicht fassbar, nicht festhaltbar und in ständigem Wandel ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit folgend und nicht meinen Wünschen. Erscheinend und leer, beides gleichzeitig. Wirklich, wirksam, aber nicht festhaltbar. Tilopa erklärt seinem Schüler Naropa in seinem Gesang der Mahamudra, obschon der Geist leer ist in seiner Essenz, enthält und umfasst er alle Dinge des Daseins. Und dann sagt er über all diese Dinge des Daseins, vergänglich ist diese Welt wie Phantome, wie Träume, ohne Substanz. Deshalb versuche nicht, sie zu ergreifen, sie festzuhalten. Nicht deine Welt, nicht deine Nächsten in dieser Welt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir hier nicht in philosophische Theorien gehen, ob jetzt alles aus Geist gemacht ist oder nicht. Tatsache bleibt nicht erfassbar, festhaltbar, bleibend. Und er fährt fort, zerreiße die Fesseln von Anhaften und Ablehnen. Wenn du ohne Bemühen, aber gewahr, dich in den natürlichen Zustand entspannst, wirst du bald Verwirklichung erlangen. Die Seinsweise des Nichtergreifens. Und Longchenpa gibt weitere Illustrationen, um darzustellen, welches das Wesen dieser erscheinenden Natur ist. Eben wie ein Traum, wie eine Fata Morgana, wie die Spiegelung des Mondes im Wasser, wie ein Echo. Solcher Art ist die Natur aller Dinge, aller Menschen, all jener, an denen wir uns festhalten, sogar anklammern. Probleme sind somit vorprogrammiert.
Darum fährt Hilopa fort. Jene, die aufhören anzuhaften oder zu verlangen nach diesem oder jenem, haben die wahre Bedeutung der Lehren verstanden. Geist und Herz, die an nichts, aber auch gar nichts kleben oder anhaften. Ist radikal. Wir haben uns was anderes gewünscht. Blumige Lichter, fantastische Shows. Alles glücklich bis zum Lebensende. Und dann noch viele, viele Leben mehr, weil alles so angenehm ist plötzlich. Geist und Herz, die an nichts, aber auch gar nichts kleben oder anhaften. So einfach wär's. Und es braucht natürlich ganz offensichtlich viel Praxis. Interessiertes, konsequentes, achtsames Gewahrsein. In Retreats, in täglicher Meditation und im Alltag. Es braucht sehr viel mehr als einfach Meditation. In der Hoffnung, dass irgendeinmal ein Licht angeht und dann alles für immer klar ist. Wir müssen ergründen, müssen hinterfragen, müssen mit großem Interesse und viel Gelassenheit betrachten, wie unser Geist funktioniert und beobachten, was sein Wesen, seine Natur ist. Je tiefer wir die Natur des Daseins und unseres Geistes verstehen, desto weniger werden wir von Begierde und Anhaften, von Ärger, Hass und Aversion, von Neid und Eifersucht gepackt. Immer dann, wenn wir in diesem Traum des Daseins gefangen sind, wie Indra, der König der Götter damals, ärgern wir uns, sind hier und dort wütend, regen uns auf, verlangen nach diesem und jenem, sind gefangen in Sehnsüchten und Wunschdenken. Und dann ist es auch kein Wunder, dass Mitgefühl, Güte und Freude nicht so recht zugänglich sind. Wenn ein Spiegel beschlagen oder eisbedeckt ist, kann er auch nicht mehr reflektieren. Seine Klarheit ist weg. Je freier wir aber von diesen negativen Kräften sind, desto stärker werden die heilsamen Qualitäten von Mitgefühl, von Güte, von Großzügigkeit und von Freude durchscheinen. Ich denke, es ist immer wieder wichtig zu verstehen, solange die mühsamen Kräfte in uns am Werk sind, haben die positiven oder wunderbaren Eigenschaften in uns nur sehr beschränkte Chance, zum Zug zu kommen. Das Spiel der heilsamen Kräfte wie Mitgefühl, Großzügigkeit und Güte sind nach diesem Modell der dritte Aspekt unseres Urgrundes oder der Buddha-Natur. Nämlich seine Manifestation. Wir sagen, Essenz ist leer, Natur erscheinend, Manifestation in unserem Leben. Mitgefühl, Großzügigkeit, Güte, Freude. Natürlich reicht es nicht zu warten, bis wir diesen Urgrund so weit erkannt und verwirklicht haben, dass großes Mitgefühl, Güte und Freude von selbst manifest werden. Sie brauchen Unterstützung. Das heißt eben, dass wir neben den Praktiken der Erkenntnis wie Vipassana oder Mahamudra oder Dzogchen auch die heilsamen Kräfte wie Güte, Mitgefühl und andere in uns fördern müssen durch formale Meditation und im täglichen Leben. Lama Shabkar schrieb mit den tibetischen Texten oft eigenen Dramatik. Wenn ein Mensch Mitgefühl hat, ist er Buddha. Ohne Mitgefühl, Güte und Großzügigkeit ist er der Gott des Todes. Mit Mitgefühl ist die Wurzel des Dharma, der spirituellen Praxis, gepflanzt. Ohne Mitgefühl ist die Wurzel des Dharmas verfault. Wer Mitgefühl hat, ist gütig, selbst wenn er oder sie wütend ist. Wer kein Mitgefühl hat, tötet. Selbst wenn er oder sie lächelt. Für jene mit Mitgefühl werden selbst Feinde zu Freunden. Ohne Mitgefühl werden selbst Freunde zu Feinden. Darum kultiviert Mitgefühl und ihr werdet vollständiges Erwachen erreichen. Das ist gute Werbung für Mitgefühl. Von einem der bedeutendsten tibetischen Meister des vorletzten Jahrhunderts, Shabkar. Leider gibt es keine Tricks und Schnellbleichen, die Mitgefühl für uns und für andere hinzaubern könnten.
Natürlich gibt es Ratgeber und Kurse in Mitgefühl, seien es Bücher, Achtsamkeit, basiertes Selbstmitgefühl oder kürzere und längere Meditationsretreats für Mitgefühl, auch hier zum Beispiel. All das äußerst empfehlenswert, jedenfalls wenn es von qualifizierten lehrenden Leuten geleitet wird. Aber was uns in der heutigen Zeit der extrem schnellen Erreichbarkeit der Dinge und der Informationen oft sehr schwer fällt, ist das Erkennen und Klarkommen mit der Tatsache, dass es eine Langzeitpraxis braucht, um sein Leben ernsthaft und dauerhaft zu verändern. Man könnte vermuten oder ahnen, dass das eine Idee eines Retreat-Zentrums ist, damit die Leute noch etwas länger kommen. Aber es ist einfach so. Es braucht Langzeitpraxis. Und ich hoffe, dass niemand Wundermittel erwartet. Es werden immer wieder welche versprochen. Ich habe keine. Ich habe wirklich während Jahrzehnten ziemlich viel ausprobiert, was in der spirituellen Welt angeboten war. Ich habe keine Mühen gescheut, was immer gut klang, hinzugehen und auszuprobieren. Das ist ein ganzer Katalog. Irgendwie habe ich es verpasst. Aber buddhistische Lehren und Neurowissenschaften sind sich darin einig, dass Mitgefühl trainiert werden kann. Wir haben eine gute Chance, man kann es üben. Und es wird besser, wenn wir es konsequent üben. Ein wichtiges Thema ist die Motivation. Wir schauen, was wollen wir wirklich? Wollen wir Mitgefühl, damit wir uns selbst besser fühlen? Ist auch gut. Eine sicher eine gültige Motivation. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie weit echtes Mitgefühl in einem Umfeld von Selbstbezogenheit tatsächlich gedeihen kann. In meiner Erfahrung kann man das Herz nicht heilen. Ohne Mitgefühl für sich selbst ist es schwierig, Mitgefühl für andere zu finden und umgekehrt, ohne Mitgefühl für andere schwierig, Mitgefühl für sich selbst zu finden. Also es gibt nicht zwei verschiedene Leben, meines und dann das der anderen, auch wenn wir die Welt oft so wahrnehmen. Eine der hilfreichsten Motivationen oder Absichten oder Beweggründe einer ernsthaften Praxis besteht aus dem täglichen sich klarmachen und üben einer altruistischen Haltung. Zitat Wikipedia, einer uneigennützigen, durch Rücksicht auf andere gekennzeichneten Denk- und Handlungsweise. Das ist eine sehr anspruchsvolle und lebenslange Übung. Und es ist eine außerordentlich lohnende Übung. Shantideva beteuert, wenn du andere glücklich machen möchtest, übe dich in Güte und Mitgefühl. Wenn du dich selbst glücklich machen möchtest, übe dich in Güte und Mitgefühl. Wir uns vorstellen oder versuchen uns vorzustellen, wie viel Last von unseren Schultern fallen würde, wenn wir ganz und gar nicht mehr um unser eigenes Wohl und Wehe besorgt sein müssten. Das wäre null mehr Thema. Das wäre absolute Erleichterung. Wir würden uns in einer phänomenalen Unbeschwertheit wiederfinden. Aber die Übung des sich aus der Selbstzentriertheit lösen ist, wie viele dieser Übungen, einfach ziemlich kontraintuitiv. Es geht gegen den Strom, es schnappt immer wieder zurück und dann kann es wieder öffnen und verändern und dann schnappt es bei der nächsten Gelegenheit wieder zurück. Das ist phänomenal. Die Evolution hat uns fürs persönliche Überleben und Wohlerleben programmiert und es war und ist sicher sinnvoll, aber leider auch etwas einengend, eben selbstzentriert und ziemlich unfrei. Wirkungsvoll ist es oder wäre es, sich jeden Morgen, sagen wir mal von morgen Freitag früh an, bis zum Lebensende immer wieder neu auszurichten. Ich meine es wirklich. Nicht morgen Freitag bis Samstagmorgen, wenn wir noch hier sind. Jeden Morgen. Wir können uns ausrichten auf Fragen wie,
wie könnte ich heute nützlich sein? Was wäre hilfreich für wen? Wer braucht etwas, über das ich verfüge? Was immer es sein mag, Geld oder Besitz oder Zuwendung oder Aufmerksamkeit oder Wissen, Können, was immer. Oder möge ich vollständig erwachen zum Wohle vieler? Dies statt, kann ich mir heute holen? Wie kann ich besser wegkommen? Welche Vorteile kann ich heute für mich herausholen? Was oft, meist unbewusst abläuft. Um das zu ändern, braucht es ein ständiges Dranbleiben. Sogar dann, wenn es wirkungslos zu sein scheint. Ich denke, wir sollten es unbedingt für wenigstens für ein paar Jahre versuchen, ernsthaft. Belonok, der berühmte Zirkusclown, ist berühmt in den USA, sagte: Mein Vater hat mir das Zirkusleben nie aufgezwungen. Er sagte nur, ich müsste es während 30 oder 40 Jahren ausprobieren. Das ist gemeint hier. Es braucht Ausdauer, es braucht dranbleiben. Wenn wir durch die Praxis der Erkenntnis weniger Verlangen, weniger Aversion, weniger Neid und weniger Dünkel erfahren, wird es einfacher, sich im Mitgefühl zu üben. Aber üben müssen wir, wenn wir etwas verändern und erreichen wollen. Und natürlich auf beiden Seiten, auf der Seite der Erkenntnis und auf der Seite des Mitgefühls. Frage, was ist überhaupt Mitgefühl? Was ist das? Sharon Salzberg schreibt: Mitgefühl ist die fürsorgliche menschliche Antwort auf Leiden. Ein mitfühlendes Herz ist nicht wertend und erkennt alles Leiden als unsere Zuneigung wert. Sei es unser eigenes Leiden oder das anderer. Mitgefühl entsteht dann, wenn wir mit Leiden in Berührung kommen, sei es das eigene oder das anderer. Ist sogar eine Voraussetzung, dass wir uns für das Leiden öffnen wollen und können. Und das ist oft sehr anspruchsvoll, weil das tun wir nicht wirklich gern. Hier wirkt die Erkenntnismeditation wieder sehr unterstützend. Durch die Vertiefung der Erkenntnismeditation beginnen wir die Tatsache der Unzulänglichkeit und manchmal eben sogar des großen Leidens in diesem Leben zu sehen, zu verstehen, zu erfahren. Und es fängt an, uns zu dämmern, dass das vielleicht nicht einfach ein Fehler des Daseins ist, sondern ein integraler Teil dieses Lebens. Weil irgendwie ist es immer selbstverständlich, wenn etwas schief läuft, ist das ein Fehler. Ich meine nicht, dass es gut ist, dass es schief läuft, aber Unfälle, Katastrophen, ist ein Fehler und meistens müssen Köpfe rollen heute. Es ist egal, sogar bei einem Erdbeben ist heute jemand schuld, weil er es nicht früh genug gemerkt hat oder weil irgendetwas. Es ist ein integraler Teil dieses Lebens und es ist gut zu wissen. Es gibt andere Aspekte in diesem Leben, aber das ist einer, Dukkha. Und dadurch wird unsere Tendenz reduziert, mit dem Leben zu hadern oder aversiv oder verbittert zu reagieren, wenn wir selbst oder andere leiden. Vielmehr können tiefere Verbundenheit und Mitgefühl für das Leben entstehen, wo immer wir dem Leiden und dem Schmerz begegnen. Weil wir sehen, dass es mehr oder weniger in verschiedener Art und Weise allen Lebewesen so ergeht. Und weil wir erkennen, dass dies ein unvermeidbarer Teil dieses Lebens ist. Das ist ein Gedicht, vielleicht von Jana Ponica. Nichts spielt eine Rolle und alles muss vergehen. Und doch bedeutet Liebe, sein Herz berühren zu lassen in den Tälern des Leidens. Dabei können uns die sogenannten nahen Feinde des Mitgefühls in die Quere kommen. Und das tun sie auch immer wieder. Und dann ist es nicht so weit her mit unserem Mitgefühl. Diese nahen Feinde sind nahe Feinde, heißt, es sind nicht direkt gegenüber, wie Ärger, Wut oder Grausamkeit wäre, sondern die gleich aussehen oder fast gleich aussehen wie Mitgefühl. Mitleid aus Aversion. Wir können oder wollen das Leiden einfach nicht haben,
geschweige denn konfrontieren. Wir sträuben uns dagegen. Und dann handeln wir scheinbar mitfühlend oder mitleidend, um es loszuwerden, um es aus der Welt zu schaffen. Und das ist auch gut. Ist okay, aber es ist nicht wirklich Mitgefühl. Mitleid, das im Grunde genommen selbst Mitleid ist, ist ich armer. So schlimm ist mein Leben. Wir stehen am Grab des Freundes und weinen, weil wir spüren, dass es uns auch so ergehen wird. Es ist nicht wirklich wegen dem Freund, sondern es ist einfach so traurig. Selbstmitleid. Mitleid, das Schuldgefühlen entspringt. Wir geben oder helfen, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Das ist immer noch besser für den Hilfsbedürftigen, als wenn wir nichts tun. Das möchte ich betonen, ist immer noch wichtig. Aber es ist nicht wirklich Mitgefühl. Und Mitleid, das auf die armen Leidenden hinunterblickt. Also getrennt und distanziert ist. So ein bisschen herablassend für die armen Kerle muss man was tun. Sei es aus Aversion, aus Selbstmitleid, aus schlechtem Gewissen oder mit Distanziertheit. All das ist Mitleid, nicht wirklich Mitgefühl. Und darum wird es sich auch nicht authentisch und vor allem nicht irgendwie erfüllend, nicht echt berührend und erfüllend anfühlen. Wann immer aber echtes Mitgefühl durchscheint und uns auch zum Handeln bewegt, ist dies für uns selbst tief erfüllend und ist ein Segen für unsere Welt. Ganz praktisch, in der formalen Praxis zu Beginn, können wir zum Beispiel Tonglen, geben und nehmen, üben. Das Auf uns nehmen von Leidvollem, das wir visualisiert tun in der formalen Praxis. Aufnehmen von Schmerzhaften von anderen, auch von uns selbst, mit dem Einatmen und dann Ausatmen, geben, verteilen von allem Positiven, Heilsamen und Hilfreichen an andere und auch an uns selbst. Das ist eine machtvolle Praxis, Tonglen, wenn wir sie als formale Praxis konsequent üben und dann im Alltag natürlich tatsächlich umsetzen. Geshe Champa Lortru war ein Lehrer von mir, der uns auch Tonglen gelehrt hat. Und man kann sich vorstellen, verschiedene Dinge zu geben. Das geht von materiellen Dingen bis zu Wissen und Weisheit, die man weitergibt. Und er hat schon 10 Jahre in der Schweiz gelebt, damals Geshe Champa Lortru. Noch gesagt, beim Ausatmen, du kannst ganze Mikroshop, ganze Mikroladen verschenken. Sehr bildhaft. Tonglen, sehr wirkungsvoll. Wir können formale Metta, Güte und Karuna, Mitgefühlsmeditation praktizieren. Tun wir. Auch das ist sehr wirkungsvoll, abhängig davon, wie konsequent wir sie anwenden. Und natürlich abhängig davon, wie wir es umsetzen. Ich meine, man kann, wer schöne Gefühle hinkriegt bei Metta, das gelingt längst nicht allen, kann man Metta auch wahnsinnig gern haben, weil es fühlt sich so schön an. Und mögen alle glücklich sein. Und so. Ist ein guter Anfang, aber irgendwo muss es dann auch weitergehen. Weil nur von unseren guten Wünschen werden sie leider nicht glücklich. Und eigentlich ist es auch gut, weil dann würden sie von unserem Ärger auch irgendwie, da ist Fred ärgerlich, spüre ich gerade, umsetzen. Wesentlich ist, dass wir all das richtig verstehen, dass wir Mitgefühlsworkshops und oder Mitgefühlsretreats besuchen und an unser Verständnis tagtäglich umsetzen und anwenden. Das ist eine Lebenspraxis. Das ist eine wunderbare Lebenspraxis. Mit Gefühl, Güte, Mitfreude und Großzügigkeit sind positiv für unsere Mitwelt und für die Menschen in unserem Umfeld. Sie schaffen aber auch für uns selbst tiefere Verbundenheit, zunehmende Unbeschwertheit und innere Freiheit. Und noch einmal wiederhole ich mich, wenn das Ganze aber einen Wert haben soll, ist es wesentlich, dass wir Mitgefühl auch leben, dass wir es manifestieren, dass wir es in die Welt tragen, uns engagieren, dort, wo Leiden und Not
herrschen. Nicht nur im Beruf, wo wir auch gleich noch recht gut verdienen können vielleicht, sondern im Leben überhaupt, wo immer wir Zeit haben und Möglichkeiten haben. Das ist der dritte Aspekt in besagtem Modell von Essenz, Natur und Manifestation. Ich schließe mit den bekannten Versen von Shantideva, die seine persönlichen Absichten und Motivationen ausdrücken. Möge ich Beschützer der Schutzlosen sein und ein Führer für die Reisenden. Möge ich ein Boot, eine Brücke sein für alle, die ans andere Ufer gelangen wollen. Möge ich ein unerschöpflicher Schatz sein für alle, die arm und mittellos sind. Möge ich Arzt und Medizin sein. Möge ich Pfleger und Diener sein für die Wesen dieser Welt, bis alle, bis jedes geheilt ist.